Hallo ihr Lieben, wir sind wieder bei Dota 2 zusammen mit The Line. Hallo. Und nachdem es letztes Mal so unglaublich gut lief, läuft es jetzt einfach noch besser oder so. Ja, hoffen wir das mal. Ich nehme den gleichen Helden nochmal, weil ich der Meinung bin, eigentlich war es ganz okay. Ich muss bloß weniger sterben. Ja, da ich eigentlich der Unglück, also ich war unglücklich über meine Leistung und ich habe auch einfach Lust, jemand Neues zu spielen, deswegen kommt jetzt mal Ursa. Jawohl. Ja, ich werde dann bestimmt auch das nächste Mal wieder einen anderen nehmen, nur bei dem weiß ich jetzt gerade, wie er funktioniert. Bei den anderen muss ich dann doch mal ein bisschen weiter gucken. Ich muss bei Ursa auch nochmal reingucken. Ich erinnere mich nur daran, dass ich sehr tanky bin. Und da ich ja auch die ganze Zeit gestorben bin, ist tanky sein irgendwie nicht so die schlechteste Idee. So. Wobei, mir hast du ja Ursa auch mal am Anfang empfohlen und ich bin irgendwie auch nicht so direkt zurechtgekommen. Ja, also ich mochte Ursa irgendwie. Das ist jetzt so der letzte Held auf meiner Liste von denen, die ich noch mochte, aber ich habe noch ganz viele ja gar nicht 10 ausprobiert. seconds Also. remaining. Ja, ich werde wahrscheinlich mal Razor oder so heißt der, glaube ich, ausprobieren. Den kenne 5 ich noch aus der seconds Mod. remaining. Der ist, glaube ich, so ein Blitzmagier. Zumindest war er das früher mal. Das ist, glaube ich, auch ganz cool. Will ich jetzt mit dem So. Stun wieder anfangen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Muss ich selber gerade noch mal kurz Prepare for drüber battle. lesen. Einmal quergelesen. Ach ja, und einkaufen sollte ich ja auch noch. Ta-ta-ta. Ich habe einen Kurier gekauft. Sehr Ja, schön. ich wollte einen Kurier kaufen. Jemand anders Ach so. eingekauft? Nee, der hat einen Haken. Ah, ich habe nicht benutzt. Hm. Dödem. Hab noch nie einen Kurier gekauft. So, ich gehe jetzt mal wieder nach unten Richtung Okay. Rune. Ja. Die gehen gleich kämpfen dort gegen 5 Gegner. Zu dritt. Na, die sollten sich da mal so ein bisschen weghalten. Das funktioniert ja so nicht. Ja, da rennt sie nämlich auch schon. Ja, bei einer schon direkt im Turm. Können sie kriegen. Ja? Ja, klar. Soll ich mal dazukommen? Ich weiß zwar nicht, ob das so sinnvoll ist, was wir da schaffen, aber naja, gut. Wieso? Wir brauchen hier schon. Ja, ich habe direkt 2 Kills. Tatsächlich. Wuhu! Wahnsinn. Nee, ich war's gar nicht. Aber Also es mit dem ist dann zweiten nicht. trickster. Ja, und ich war beim zweiten zumindest nah genug dran, um mir wahrscheinlich die Erfahrungspunkte auch zu sichern. Oh Gott. Brauchst du Hilfe? Nee, aber ein Teammate. So. Gehen wir doch botten. Ja, ich bin auf dem Weg zur unteren. Dann komme ich mal dazu. Zum unteren Bereich. Aber jetzt sind wir irgendwie zu dritt hier, glaube ich. Ja. Echt? Oh ja, ich Ja. sehe es gerade. Ne, dann geh ich top. Top ist nämlich irgendwie gar niemand. Und ich Doch sehe, ich einer, hätte Town grün. Portals mitnehmen Grün ist sollen. da einer. Ach, da oben, ja, ne, dann kann ich auch in die Mitte gehen. Die liegt nämlich auf dem Weg. Bevor ich jetzt die ganze Zeit hin und her laufe, müsste ich mich langsam mal entscheiden, wo ich überhaupt sein möchte. Nu. Chang, level up. Ich muss mal aufhören, mich hier anzugreifen, genau. Snap dann mal weg. Schweinerei. Kann sie es nicht. Krieg ich nicht hin? So die Nein mit dem Typ, den ich hier habe. Mega schrecklich. Okay, der hat aber irgendwie auch kein Leben, der Junge, der hier mit mir auf der Lane ist. Also kein Leben im Sinne von keine Lebenspunkte Ja. mehr. Also selbst als Tank ist am Anfang der Turm noch ein bisschen zu mächtig. Dann isst man halt mal noch einen Baum. Alter. Ich klaue mir die ganzen Minions, die blöden Gegner. Das ist super anstrengend. Ja, das glaube ich. In Mittel ist jetzt gerade gar keiner. Das ist ganz angenehm.
Hä? Bei mir stehen da, sind da zwei jetzt zu sehen. Jetzt kommt er. Ja, ja. Wurde mir gerade irgendwie nicht richtig angezeigt, keine Ahnung. Wir werden hier ein bisschen Bäume futtern. Das ist mit den Tränken, finde ich in LoL immer noch irgendwie besser gelöst. Aber in LoL gibt's keine Mana-Tränke mehr, ne? Hm, okay. Also. Ich habe keinen Mana. Schrecklich. Damit habe ich tatsächlich weniger Probleme, aber ich bin ja auch mehr so ein Bär, ne? Mhm. Oh, oh, oh. Renn! Renn, kleiner Ursa, renn! Okay, sehr schön. Gerade noch so überlebt. Ich habe wieder einen Nachschub bekommen. Das war echt nicht schlecht, dass wir da am Anfang jetzt so, so bei denen so viel kaputt gemacht haben, ne? Ja, das hat schon uns ordentlich Gold gegeben. Direkt am Anfang. Oh ja, apropos Gold, ich sollte auch noch ein paar Sachen kaufen, bevor ich dann mal kaputt gehe. Greif dich halt an, wenn du auf den Keks gehst. Ja. Bots greifen die ganze Zeit uns so mies, dass ich gerade Lars hitten will. Ja, das ist nervig. Voll schrecklich. Wow. Ganz übertrieben müsste aber auch nicht irgendwie gehen. You applaud is mine. Ich muss eigentlich schon wieder so wenig leben. Ich sollte das ab und an mal ein bisschen im Auge behalten. So. Mir fällt gerade auf, die Animation ist ein bisschen Quatsch. Mein Feuerkopf bewegt sich, aber ich mache einen Eisschuss. Ja gut, das ist in der Tat Quatsch. Also zumindest sieht es nicht aus, als würde da eine Feuerball fliegen. Also irgendwie ist ich weiß nicht, dieses Baumessen bringt so wenig Lebenspunkte. Ja, du darfst halt auch keinen Schaden mehr nehmen, ne? Sonst ich das auch ab. Ja, aber ich meine die 150, die das sonst macht. Das frischt doch auch nur eine bestimmte Anzahl auf. Jetzt mal ein paar Thronportals bringen. Ach je, nicht sterben. Ach so, jetzt, shit, jetzt habe ich das abgebrochen. Nein! Ah, und geschlafen noch dazu. Oh Gott, wenn ich das überlebe, dann habe ich echt Glück gerade. Ja, hier ist auch gerade einer fast gestorben. Krass. Richtig Glück gehabt gerade. Ich lebe immer noch. Das hat jetzt aber gerade mit Können auch nichts das Geringste zu tun gehabt. Ich hab's leider nicht sehen können. Hier unten ist mich gerade auch fast einer gestorben. Ja, bei mir war es gerade so, ich habe munter im Shop nach Town Portals geguckt und stehe da einfach mal so tüdelü und dann wurde ich natürlich gestunt und angegriffen und was weiß ich was alles, ja. War jetzt nicht so schlau. Wir jetzt hier gleich mal wieder zum Middle Lane zurück. Die Erfahrung ist echt nervig, die man hier nicht kriegt. Die Erfahrung, die man nicht kriegt? Ja, du kriegst halt gefühlt keine Erfahrung. Das ist die ganze Zeit denied. Du kriegst halt weniger, wenn die zuerst hinein, ne? Ah, du kriegst trotzdem welche. Okay, aber halt sehr, sehr viel weniger. Das weiß ich, glaube ich, auch, warum Tiny ein höheres Level hatte. Wenn der Gegner einfach nicht so gut hinein konnte. Rankam. Die haben halt hier zwei Fernkämpfer, die einfach alles denyen, was wir irgendwie kriegen. Mhm. Das ist natürlich uncool. Bei welchem Level bist du denn? 5? Ein Viertel? Na gut. Warum? Ich bin jetzt gerade 6 geworden, also. Ja, und ich habe noch einen Kill am Anfang bekommen. Stimmt. Bin ich ganz schön aufgeholt. Ich stand bei dem einen Kill, stand ich ja daneben. Da habe ich zumindest teilweise noch was gekriegt von euch. Irgendwie.
kann jetzt hier gerade ordentlich Lane-Pushing machen. Es ist so toll, dass es als Ursa gar nicht so schlimm ist, wenn man mal von Minions erwischt wird. Die machen ganz schön viel Damage hier. Krass. Oh. Okay, die sind hier unten weg einfach, oder was? Er holt sich unser Ranger holt sich hier die Bounty. I'll take that. Ja, Fernkämpfer sind schon extrem ätzend als Nahkämpfer. Geh doch weg! Renn doch! Kleiner Bär, renn! Verdammt. Das war's mit Rennen. Oh, hast du... Oh, du hast erwischt. Das ist natürlich nicht so cool. Nein, hör auf! Jetzt musste ich hier. Uiuiui. Auf die Hilfe, soll ich zu euch? Na, nö, nicht wirklich. Nur der Typ, der hier bei mir ist, der hat überhaupt kein Leben. Der ist einfach nur sehr, sehr schnell tot. Das ist echt schwierig. Wenigstens sind wir dieses Mal halbwegs gleich verteilt. Au! Jetzt hat irgendwie diese Mond-Tussi da ihre Ulti, glaube ich, gezündet. Meine Güte. Ich geh mal hier. Eieiei. Wie kostet so ein Taun? Oh, die kostet nur 50. So. Got it. Das habe ich direkt. Hä? Geh doch weg! Okay, die Idee anzugreifen gerade von mir war nicht so schlecht, aber noch ein bisschen überschätzt habe ich mich dann. Okay. Ach, bist du leider schon wieder gestorben? Ja. Hast du noch einen mitgenommen oder? Nee. Hast du gar nichts gebracht? Das ist natürlich schade. Ich weiß nicht so richtig, was mein Lane-Partner hier macht. Was kann denn der? Ice Shards, Snowball, Frozen Siege. Okay, er kann einfach verlangsamen. Dann sind wir hier die zwei Supporter. Es sind plötzlich drei Leute um mich rum. Ja, die sind dahin teleportiert. Na, bloß weil der andere Attack war, ja. Au! Au, au, au! Nein! Oh Gott, wie viel Schaden die plötzlich machen! Ja, und mich haben sie schon wieder erwischt. Das war aber vorhin lief das viel besser. Seit wann ist denn der so stark? Seit er mich umgebracht hat wahrscheinlich. Your bottom tower is under attack. Die hat irgendwie eine Fähigkeit gemacht, die mir einfach mal, keine Ahnung, 10 Schüsse reinknallt. So über 5 Sekunden. Das war nicht schön. Das müssen wir so langsam mal ein bisschen zusammenreißen, ja? Ja, glaube ich auch. Ich habe nur kein Gold jetzt.
Zusammenspielen würde helfen, wahrscheinlich. Shall we? After you. So, ich geh jetzt mal Bot. Da ist niemand. Oh, bin ich ja gerade gestorben. Oh. Deswegen ist da niemand, weil bin ich gerade gestorben. Dann ist der Typ da, mit dem auch nicht so gut Kirschen essen. Ne? Nee, der ist es gar nicht. Und der auch nicht. Das ist so eine Tussi, die auf so ein, keine Ahnung, auf einer Katze reitet. Mhm. Ich weiß nicht, wie die heißt, normalerweise. Nicht drauf geachtet. Aber das macht unter Umständen viel Schaden. Dieses Instant-Heilen ist ja mega nervig. Mhm. Lass mal den Turm noch machen. Ich kann das sogar tanken, glaube ich. Bist du sicher? Nee. Ich glaube, du solltest weggehen. Ja, ich glaube auch. Wir müssen jetzt aufpassen, dass sie dir nicht denied, da unten. Ach so, die kann den Turm nicht. Ja. Aber ich hab's verhindert. Die hat nämlich schon angefangen, den Turm anzugreifen. Ja. Ist natürlich gemein, sowas. Mhm. Turm, nein. Aber ich muss mal irgendwas Heiltrankmäßiges. Gibt's das in einem Sideshop Heiltränke? Ich glaub schon. Ach, das hatte ich ja schon mal das Problem, dass ich da nicht kaufen konnte. Ich glaube, es gibt nur diese normalen, die für Bäume essen. Das langt mir ja erstmal. Da sehe ich aber auch nicht mal Bäume essen gerade. Moment. Sideshop. Stimmt. Ne, gibt's nicht. Dann kaufe ich halt im normalen Shop nochmal ein und lass ihn mir bringen irgendwie so. Und dann hier noch. Wo ist denn der Ding jetzt auf dem Weg hin? Dass ich mir jetzt irgendwie Heiltrank gebracht habe, dann bin ich schon geheilt. Your middle tower is under attack. Push them back. Okay, hier ist ein Tiny, der mal wieder über die Map läuft. Lassen wir mal zum Rückzug. Wo bist du zum Rückzug? Achso, da unten. Du bist ganz schön weit gelaufen. Ja, da sind gerade zwei gewesen und ich bin ja nicht vollständig geheilt. So Tiny will irgendwie wieder ein bisschen viel wissen. Ja. Das meinte ich. Ich habe nicht so richtig rausgefunden, wann ungefähr diese Runen hier neu spawnen. Die Bots scheinen zu wissen, wer der echte ist. Die hat nämlich nur sie angegriffen. Ich push mal noch so ein bisschen hier unten rum. Nicht gegen. Ja. Sind alle vier bei euch jetzt oben? Ja, ja, eine 3 auf jeden Fall noch, ja. So gut zu wissen. Ja, nur das ist halt, wir beide sterben, weil der Typ gegen 3 oder 4 reingeht. Und jetzt kommt der nächste und geht rein. Ach du Kacke. Also wenn, dann sollte da halt nicht gestaffelt reinlaufen, ne? Sondern alle auf einmal so. Ja. Ich war halt auch nicht der Auffassung, dass der da reinläuft. Deswegen habe ich es etwas überrascht, dass er da einfach reingelaufen ist.
So viel zu, ich will eine bessere Performance abliefern. Also bei mir läuft es, also ich habe das Gefühl, es läuft besser als letztes Mal, aber ich habe weniger Kills und bin öfter gestorben, so im Verhältnis zumindest. Also ich bin mir nicht so sicher, ob es jetzt wirklich besser ist oder ob ich mir das nur einbilde. Aber so gesamt bin ich halt weniger gestorben. Bis jetzt schon, ja. Oh. Hättest du dir das bis jetzt nicht sparen können? War das da links auf der Toplane, ja? Direkt. Oder ja, war das unten? Das war unten, danke. Ne? So. Sieht's denn aus, leveltechnisch? Ja. Die sind langsam stärker als wir. Weil ich hier anfange zu feeden. Pflanzt der Bäume? Wenn ja, warum? So. Ich muss euch jetzt schon mal einen Assist. Das könnte schlimmer sein. Und ich habe ein paar Türme zerstört. Ist ja auch was. Au! Au, 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 nein! Der tut so weh. Ja, jetzt sind wieder alle tot, weil irgendwie sind wieder alle Gegner da sind. Keiner stirbt. Blöd. Ah. Ich würde sagen, jetzt sind sie stärker als wir. Ja, nee, aber diesmal müssen wir gewinnen. Wir können jetzt nicht zweimal hintereinander verlieren. Das geht einfach nicht. Ja, das ist technisch nicht drin. Stimme ich dir zu, so generell wäre das besser. Sieht momentan nicht danach aus. Ist halt schon hart, wenn die Gegner schon zwei Level über einem sind, ne? Und dann zu dritt auch noch kommen. Ja. Okay, ich verziehe mich hier unten mal. Okay, nur was da unten. Unser Ranger müsste halt genauso stark irgendwann werden wie der gegnerische Vorhin. Dass man sich einfach davor stellt und alle Leute wegmacht. Mhm. Ja, unten marschieren sie gerade zu dritt durch. Also wenn ihr da oben an einem dran seid, der kann nicht auf Unterstützung hoffen. Ich lache mit dem Ranger mit, glaube ich. Wobei, ne, ich hoffe. Okay. Wir sollten halt trotzdem vielleicht Bottom verteidigen, aber dann. Du bist schon dran. Ja, habe ich versucht, aber. Hast du mal was gesagt? Ich hätte zurücklaufen können. Lasst mich. Na, woran bin ich jetzt noch gestorben? Och man, irgendein Fluch. Ja, ich war eigentlich schon weg und da kam nichts mehr. Fall ich plötzlich tot oben, weil 200 Schaden noch reinkam. Ach, verdammt. Jetzt sterben wir wieder alle einer nach dem anderen. Das ist doch schrecklich. Mindestens einen mitgenommen. Ja, aber. Ja, uns ist auch noch unser Kurier gestorben. Wir hatten das zu verantworten. Ich habe gar niemanden mitgenommen. Ich habe schon wieder nur Assisted. Irgendwie kriege ich nie den Last Hit. Ja. Also ich stehe jetzt auf 1-4, ich spiele auf jeden Fall schlechter. Als letztes Mal, ne? Ja. Es spielen auch nur alle anderen gerade besser als letztes Mal. Nein. Also den ihr Carry steht wieder auf 8-1, was total schrecklich ist. Die stellt sich wieder später mitten rein und macht alles weg. Und die laufen halt immer zu dritt, viert rum. Was wir halt gar nicht tun. Ja, es ist halt, wir müssen uns halt so ein bisschen absprechen, ne? Wenn's, wo du. Ich gehe jetzt in die Mitte. Ich versuche da wieder gegen zu pushen ein bisschen. Mitte? Also einfach bloß, dass ich ein bisschen gegenhalte. Komm ich mal mit zur Mitte. Da sind wieder vier. Nevermind, ich bin tot. Nee, flieg weg, flieg weg. Ich kann nicht wegfliegen. Wie ich denn? Ich bin dann immer langsam und gestunt und tot. Ich weiß nicht, warum ich das dort nicht sehe, dass dort überhaupt so viele kommen. Ich habe irgendwie null Sichtweite gehabt, gefühlt. Müssen wir mal irgendwann eine Entscheidung treffen, wann wir unseren Turm denyen? Gar nicht wahrscheinlich. Ob. Spiele ich gerade schlicht.
So. Du bist nicht der Einzige. Aber es hilft ja nicht. Nee, natürlich hilft es nicht. Wir spielen gerade gar nicht im Team wieder. Ich hätte gerade nicht flüchten dürfen, glaube ich. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Und bist zu spät entschlossen wegzulaufen. Oh Gott, wie viel Schaden der macht! Wie viel Schaden dieser eine Gegner macht! Oh Gott! Ich hab keine Ahnung, wie ich das irgendwie gegenhalten soll, so viel Schaden, wie die mir machen. Your middle tower is under attack. Und was unser Task kann, habe ich mir noch gar nicht gerafft. Der kann ein bisschen CC, glaube ich, und sonst nicht viel. Your top tower is under attack. Sind jetzt eigentlich alle tot? Wo rennen die denn gerade rum? Wir werden oben und unten übelst attackiert und keiner ist da. Ich war auf irgendwie 70 Leben, deswegen habe ich mir gedacht, lasse ich das lieber mal. Ja, nee, dann bist du zumindest entschuldigt. Und die anderen sind gestorben. Your top tower has fallen. Was rennt denn da? Na gut, zwei. Ja. Ich komme auch gleich. Jawohl. Den kriegen wir noch. Hoffentlich. Ich hab noch. Ach, jetzt hält sich halt schon wieder. Das ist so lächerlich. Der hält sich halt zweimal in der Zeit, wo ich meinen Stun fertig krieg. Wahnsinn. Jawohl. Jetzt gibt's nämlich nicht mehr Assists dafür. Ach, Mann. Dann pushe ich mal top. Mitte ist wieder. Weiß immer noch nicht, was Leertaste mir bringt. Leertaste? Ja, drück mal Leertaste. Dann kannst du wieder zurück. Your middle tower is under attack. Weiß nicht, was mir das bringt so richtig. Keine Ahnung. Oh, oh, die kommen jetzt gerade hier zu viert wieder in die Mitte rein, ne? Könnte sein, ja. Nee, nach oben. Teilen sich gerade auf. Versuche euch noch in der Mitte zu helfen. Such den doch mal wieder. Warum man nicht laufen kann. Oh, du sollst da nicht reingehen, das sind drei. Nee, ich hab's auch gerade gemerkt. Das kann ich vergessen. Oh, warum man. Oder Tankier. Ich finde das so schrecklich, die Wegfindung, wenn man an den eigenen Leuten versucht beizulaufen. Ich komme nicht an meinen eigenen Minions vorbei. Die blocken mich, dass ich stehen bleibe. Dadurch sterbe ich dann. Wie greife ich eigene Sachen an? Mit A und Linksklick. Oh, Linksklick. Der hat deswegen jetzt nicht geklappt. Was ist denn das hier für irgendein Paladin-Ulti oder was? Your middle tower is under attack. Ja, ich bin einfach fünf Bots zusammen. Wir wissen halt immer genau, was der andere tut. Das sind halt wie ein Gegner quasi. Ja, und die Stun auch wieder regenerieren sollen. Ja. Oh shit, ey. Du kannst halt nichts tun, weil du einfach tot gefokust wirst. Und der Tusk macht irgendwie. Macht der Champ nicht als Unterstützer. Nicht das Gefühl, dass du irgendwas tun kannst. Er steht auch auf 2,8. Der ist genauso gut wie ich mit 1,7. Der hat zwar mehr Assists, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er wirklich hilft. Bestimmt kommt jetzt irgendjemand und sagt, ja, ist alles gar nicht so. Bist du doof. Wir kacken halt gerade schon wieder übelst ab. Ja. Wir hat so gut angefangen. Ready.
Ja, so gut, ja, mit 3 Kills oder so für uns, ja. Wir haben trotzdem jetzt schon. Ich spiele einfach zusammen dann. Und bin ich. Jetzt machen wir den Dings oder was? Nee, die machen den wahrscheinlich schon. Ja, wir wurden gerade hingerufen. Das ist noch eine Rune. Was macht denn der Kurier hier? Willst du mich verarschen? Schick den Kurier weg. Nur zu dritt. Schafft man das zu dritt? Könntest du nur versuchen. Was ist denn der Kurier hier? Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Ja. Aber der ist halt. Weggetankt. Und so ist der Mitteltower, ja. Muss man direkt hoch in der. Chuck. Jetzt sind wir natürlich alle geschwächt, aber ich kann meine Ulti auch gleich schon wieder verwenden. Ich nicht. Also, ich bin nicht geschwächt, meine ich damit. Achso, ich habe meine Ulti verwendet und sowas, ja. Jetzt. Ich habe halt getankt, aber ich bin jetzt auch schon wieder aufgeheilt. Ich glaube, die sind hier eh nicht mehr. Doch, sind sie. Einer ist noch da. Zwei. Oh, bin schon tot. Ich lebe noch. Und jetzt bin ich tot. Das steht halt einfach in meiner Ulti, passiert nichts. Ah, warum vergesse ich denn alles, dass ich hier dieses Energy Charge noch nehmen kann? Energy Charge. Es hat auch wieder keiner mitgekommen. Die anderen drei sind halt runtergelaufen. Naja. Jetzt sterben die halt auch wieder. Das ist halt Quatsch, wenn man nicht zusammenspielt. Also sind die Bots halt besser. Ja, wir sollten halt vielleicht auch kommunizieren schriftlich, irgendwie, wo wir hinlaufen. Wir können denen ja sagen, was wir vorhaben. Wir haben es doch gepinkt. Du hast es gepinkt, okay. Ich habe nichts gepinkt. Ich dachte, irgendjemand hat es gepinkt, dass wir dahin wollen. Ich bin da nicht so gut drin, mit fremden Menschen irgendwie via Schrift und Pings zu kommunizieren. Wir bräuchten mal so ein Fünfer-Team irgendwie. Ja, zumindest für Bots vielleicht. Naja, gegen echte Menschen wird es ja noch unrealistischer. Okay, ihr vernichtet euch da jetzt schon wieder einzeln dran. Nee, ich stehe unter dem Tower, ich wollte einfach den Tower verteidigen. Ich habe auch dreimal gepinkt, aber da war halt wieder nichts. Bin einfach tot. Da ist auch einer, der dich jetzt tötet. Nee, ich komm da noch raus. Ich komm da noch raus. Bist du dir sicher? Ja. Der geht nämlich einfach unter den Tower und macht dich kaputt. Das hat er bei mir auch krass gemacht. Der tankt einfach die Tower weg, das ist so krass. Der kriegt gar keinen Schaden davon. Blöde. Guck dir das mal an, der stellt sich an den Tower und macht ihn kaputt. Na, ist ja auch schon Level 18 ist das. Ja, ich bin Level 11, da habe ich ja gar keine Chance. Die überrennen uns jetzt. Wenn du noch 11 Sekunden wartest, dann kann ich dir helfen, ne? Okay, versuche ich das mal. Aber ich glaube nicht, dass ich so lange das richtig aushalten kann. Ich bin schon da. Meine Ulti bringt halt irgendwie gar nichts, habe ich so das Gefühl. Das ist echt meine bringt viel, aber hält halt einfach nicht lange an. So, wohin willst du? Das ist ein Kacke. Richtung Mitte wahrscheinlich, wo die auch hinwollen, denke ich. Dann komme ich mal mit dir mit. Okay, die wollen nicht Richtung Mitte. Keine Ahnung. Bin echt unentschlossen gerade, wo wir hingehen. Lass einfach mal ein bisschen Lane pushen. Zwei sind auf der Mitte, sind auf der Top Lane. Sollten eigentlich versuchen, möglichst schnell irgendwie Erfahrungspunkte zu kriegen. Gut. Der hat mich mit irgendwas belegt. Ich bin lila. Ja, ich glaube, das hatte ich vorhin aus. Das macht irgendwann Schaden und ich weiß nicht, wie man das wegkriegt.
Oh ja, macht das tatsächlich. Your top tower is under attack. Na komm. Ich hab einen Kill! Yay! Musst du den auch noch gleich mitmachen, den Typ da oben? Nee, glaub nicht, dass wir den schaffen. Your top tower is under attack. Oh, das ist ja noch einer. Ich glaube, wir sollten hier weg. Ja, dass die hier von hinten kam, habe ich nicht gesehen. Und dann ist einfach alles tot. Der Witch-Doktor macht einfach alles kaputt. Was zum Kuckuck kam da an? Da waren noch drei Leute zusammen. Nur Tiny war halt nicht da, aber das habe ich nicht realisiert, was da passiert ist. Ja, dass der eine, die haben uns halt so ein bisschen in den Hinterhalt gelockt. Der eine kam ja dann noch von hinten. So. Das war halt ein bisschen doof. Ja. Oh. Aber diesmal bin ich wieder nicht gut. 2-10. Ja, es ist in so einem Fall, es ist doch dann eigentlich fast sinnvoll, echt zu jungeln und so, oder? Weiß ich nicht, damit kenne ich mich einfach. Du kannst es gerne versuchen, zum Aufleveln und so und für Gold, ja. Aber. Weil irgendwie gegen Gegner an sich habe ich jetzt keine Chance mehr. Habe ich zumindest das Gefühl. Ja, unser Ranger. Oh, unser Ranger ist mal wieder dabei. Die sind halt schon wieder zu viert oder zu fünft in der Mitte. Soll ich euch da helfen oder ist es hier aussichtslos? Sieht eh nach aussichtslos aus. Du bist so lange gestunt. Ich verstehe nicht, was da passiert. Dazu kenne ich die Helden einfach nicht. Invisibility. Saufen sie zumindest unten weiter. Oh Gott. Ja, keine Ahnung, ich bin glaube ich gerade so ein bisschen der Schwachpunkt in dem Team. Ach was. Das halte ich für ein Gerücht. Wahrscheinlich sind die anderen noch viel schwächer. Sollen wir nochmal Rohrschauen machen? Hat uns viel gebracht, sagt er. da ist der Draw Ranger auch wieder tot. Die stehen halt, ja, 12-1, 15-3, 14-5. Der einzige, der nicht gut steht, ist der Omni Knight. Der steht auf 0,5. Der hat aber auch keine Rüstung oder sowas, also nicht viel Leben. Also, du junglest hier irgendwie? Jo. Schon Level abgekriegt. Welches Level bist denn du jetzt? Ich bin 13. Okay, das ist wieder deutlich mehr. Ja, aber ich meine, ich sterbe halt mit Ursa auch nicht ganz so oft, ne, weil der mehr aushält. Das ist so ein bisschen mein Glück gerade. Gerade mache ich es mir einfach, ne. Und jungle hier ein bisschen rum. Ich weiß immer noch nicht, wer das anpingt. Das ist grün, der das anpingt. Das ist so eine Tiny. So, jetzt habe ich hier alles. Gekreist. Gibt's hier noch was? Ist das der Tiny? Nee, das ist der Task. Ist nicht mehr da. Komm, ping mir das dann an. Ja, witzig ist, wenn ich jetzt von hinten komme, bin ich auch nur tot. Also nicht tun. Immer schön unterm Turm kämpfen. Das hilft ja nichts bei dem Spiel. Hab ich so das Gefühl. Also die Türme hast du ja gesehen, wie viel Schaden die vorhin machen. Na, die kriegen schon was, so ist es ja nicht. Ja, aber nicht so viel. Aber auch nicht gar nichts.
Optimismus. Ich level mich jetzt einfach hoch und dann mache ich die alle platt. Das ist der Plan. So lange, bis ihr da irgendwie verreckt da oben. Soll ich mal hochkommen? Ich glaube, ich sollte mal hochkommen. Yes. Wir haben sie halt nicht tot gekriegt, ne? Also. Ihr seid aber auch noch alle am Leben, ne? Ich glaube, aber ich habe halt keine Reichweite, um da irgendwie großartig was zu machen. Ne? Ah, jetzt bin ich ja wieder tot, oder? Nee, du lebst noch. Halt dich schön hinten rund, immer ein bisschen snacken. Bis dann Hilfe kommt. Das läuft doch gut. Ich gar nicht mehr kommen brauchen hier. Ja, erstmal schon. Erstmal. So. Jetzt muss ich mal mein Item holen. Shop. Damit ich das Arganim Scepter habe, damit meine Ulti auch wirklich Schaden macht. Ja, das pusht die Ulti ganz schön, ne? Mhm. Ja, auch von der Reichweite her und sowas und vom Schaden, ja. Und keine Ahnung, was ich sonst noch bauen sollte, unbedingt. Guck halt mal bei deinen empfohlenen Sachen noch. Ja, bin ich schon, aber selbst da habe ich keine Ahnung, was davon das Beste ist. So, mal hier. Boah, das wäre natürlich auch praktisch hier. Health Generation. Da muss ich mal ein bisschen grad gucken, was ich mir hole. Ich hoffe, ich habe ein bisschen mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Könnte mir helfen, vielleicht doch ab und zu mal wegzukommen. Wenn es wirklich reingeht, ist er tot. Was sind hier aus mit? Die kommen zu grün. Oh, ne, ich werde angegriffen. Nein. Oh oh. Ja. Sie ist jetzt wieder zu dritt da hochmarschieren, das ist schon hart. Ich habe gesehen, dass sie hier rübergelaufen ist in Richtung Grün und dann kommen sie halt doch wieder zu mir. Oh Mann. Oh. Das sind halt Bots, die halt sofort sehen. Guck mal, da ist einer. Ich bin auch der Meinung, die cheaten und wissen ganz genau, wo alle anderen sind. Okay. Ich glaube, ich sollte mal aufhören zu jungeln. Oh oh. Da habe ich nicht aufgepasst, bis ich jetzt oben bin. Seid ihr wahrscheinlich tot? Ja, ich bin eh schon gestorben. Also, ich meine, unsere ganze Bastion. Ja, die Mittelbaracken sind schon tot. Aber unten, die drücken in der Zeit, versuchen sie zumindest in der Zeit durchzudrücken. Kannst. Ja, das war jetzt nicht so schlau. Ich hätte irgendwie das irgendwie gescheiter machen sollen. Ich war da gerade unaufmerksam. Ich habe parallel im Shop geguckt. Ich habe jetzt diese schnellen Schuhe, die ich dann halt aktiviere und dann bin ich schnell damit. Und dann habe ich die aktiviert und war viel schneller oben, als ich das eigentlich im Kopf hatte, ne? So wie ich normalerweise laufe. Und da hab ich gerade auch nebenbei, kannst ja mal gucken, ob du noch irgendwie was kaufst, so. So, halte durch, ich bin gleich wieder nein, da. Nein, nicht tun! Schneller! Flieg! Rette dich! Flieg doch weg! Nicht nochmal zurück. Ich bin doch eh total langsam. Du hättest dich nicht umdrehen dürfen. Ich bin doch eh total langsam. Du hättest dich nicht umdrehen dürfen. Und der Tusk geht halt auch nochmal rein und stirbt. Digga, you're done. Oh, Mann.
hält halt so viel aus, das ist krass. Jetzt aber komm, jetzt sind wir zu dritt, jetzt sollte man den noch hinkriegen. Jawohl. Zumindest haben wir mal ein paar Kills gemacht. Geh weg! Wie sie halt. Okay, ich kann sie aber nicht treffen. Damit bin ich natürlich einfach tot, glaube ich. Oh, 100 HP. Also das Jungle hat überhaupt nichts gebracht, das hätte ich mir auch sparen können. Ah, hätte es wahrscheinlich von Anfang an machen müssen oder sowas. Höher leveln. Unser Tiny ist und das ist ja echt nicht verkehrt hier. Mal wieder. The enemy's top barracks has fallen. The enemy's top barracks has fallen. Oh, da unten fällt jemand ein. Der Braune versucht es noch durchzudrücken, ne? Unser Ranger. The enemy's middle tower has fallen. Ich fühle kein Leben, ey. So. Wie einfach dein Feuer 10 Stunden lang rumlodert. Ja, ja. Das ist halt auch, glaube ich, das länger anhält durch das Zepter. Deswegen, wenn wir jetzt drin kämpfen würden, wäre das ganz stark, aber die laufen halt alle. Ist schlauerweise direkt raus. Ich muss halt echt in so einer Massenkarambolage erwischen, wo sie gar nicht mehr weg können. Ich versuche halt schon immer zu stunnen und dann, aber nie das Gefühl, dass das so viel hilft. Unser Tusk holt immer mal wieder Dingens. Wow! Nicht tun! Will der Kuschan machen? Jetzt geht doch. Ich push grad nochmal top. Vielleicht bringt's ja was. Wir machen gerade die Mitte kaputt. Okay, oh, die kommen zu dir. Geh weg! Oh. Nicht tun! Oh Gott, ich hab's überlebt. War kaputt. Ich nicht. Für mich haben sie halt wieder ihre Ulti gezogen. Ach, Mann. Bei mir wissen sie genau, dass die Ulti nichts bringt, deswegen lassen sie es. Schrecklich. Haben wieder direkt die Ulti ins Gesicht gedrückt. Ich meine, momentan haben wir mehr von ihrer Basis kaputt als die von uns, glaube ich. Naja, wir arbeiten halt ein bisschen effizienter, also die könnten uns schon längst überrennen. Ja, die wollen irgendwie. Es ist quasi, als ob man gegen Gegner spielt, die auf Kills gehen. So, jetzt zu Goshan. Ich komme auch gleich. Wenn ich ein bisschen Leben regeneriert habe. Ich bin noch gar nicht da. Ich habe auch noch 50 Sekunden, bis ich überhaupt wieder lebe. Achso. Und das sieht nicht so wahnsinnig gut aus.
Vielleicht sind die Gegner alle in Top und können uns da nicht dazwischen funken. So, die brauchen eindeutig meine Hilfe. Lässt er den denn einfach alleine hin? Keine Ahnung. Kauft sich irgendwas im Secret Job. Na, jetzt ist aber kein Problem mehr. Die Lumi ist ja da. Was ist das? Achso, die ist unsichtbar. Diese Unverwundbarkeit. Ich hab eh keinen Platz dafür. Ich weiß gar nicht, ob man einen Platz dafür braucht oder ob das direkt aktiviert wird. Ich habe zumindest keinen Hinweis gekriegt, dass ich da jetzt irgendwie voll gut wäre oder sowas. Okay, 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 läuft nicht, läuft nicht, läuft nicht. Fuck. Das sah am Anfang gar nicht so schlecht aus. Ja, aber da waren es halt noch nicht alle. Mhm. Ja, ich brauche jetzt eine Minute, bis ich wieder da bin. Ich muss erstmal ohne mich klarkommen. Oh oh, nicht Ulti, nicht Ulti. Ja, das sind halt, ich meine, der gegen den ich da gerade angetreten bin, ist 8 Level über mir, ne? Also. Hör mal auf, mich auf die Gegner zu werfen! Du verrückter Tiny! Wirft er mich voll auf die Gegner! Ich bezweifle, dass das Absicht war. Ich glaube, oh was? Gott. Ja, da hat jemand durchgedrückt. Unser Ranger hat das immer angegriffen. Aber ich würde sagen, es war nicht verdient. 62 zu 26. Wir haben gewonnen. Mhm. Na, also. Cool, ich habe wieder ein Item bekommen. Und du auch. Ja, Zufallsfund hier. Sehr cool. Ja, so muss das laufen. Alle gestorben. Was? Wir haben gewonnen. Ja, da hat jemand gewusst, wie er es macht. Unser Ranger. Oh, nice, auf jeden Fall. Der Ranger hat sogar echt gut gelastet, sehe ich gerade. Ach da, ja. Mhm. Und ja, da bin ich immer noch eine Katastrophe drin. Also. Ja, was besser als der Tusk. Muss man mal so sagen, ne? Wahrscheinlich ist es nicht viel. Aber guck mal, wie oft ich gestorben bin. Geht ja gar nicht. Also ich habe faktisch nichts geleistet. Ich bin öfter gestorben. Naja, aber dafür hast du auch öfter gekillt und du hast auch viel mehr Assistance. Also ich hab nur irgendeinen Käse gemacht, ich weiß gar nicht was. Aber ich hab irgendwie das Gefühl, es lief gut. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, Ursa spiele ich das nächste Mal nochmal. Ja, ich glaube, ich weiß, welchen ich das nächste Mal spiele, aber meine Güte. Das ist ganz schön Arbeit. Ja, ja. Gott, wir haben fast eine Stunde gespielt hier. Gut, dann würde ich einfach sagen, ja, was haben wir gewonnen? Nächstes Mal kommen dann die Unfairen dran, oder? Nein. Ich weiß nicht. Ich würde eher vorschlagen, dass wir versuchen, gegen normale Spieler zu spielen, als gegen unfaire Bots, glaube ich, weil die Bots haben jetzt schon mir ziemlich zu schaffen gemacht. Von mir aus auch gegen normale Gegner. Habe ich noch nie gemacht, so immer spannend. Ich glaube halt, dass die, wenn man die auf unserem Level ungefähr finden, nicht so stark sind wie unfaire Bots. Das weiß ich nicht, aber kann aber sein, ja. Ja. Also, ja. Hat Spaß gemacht, auch wenn wir irgendwie ganz schön oft tot waren. Du hast dich zwischenzeitlich sehr geknickt angehört. Ja, war ich auch. Also ich dachte so, letzte Runde, ja, war ja gar nicht so schlecht. Einfach nur ein bisschen weniger sterben, dann ist es eine Top-Performance, ja. Schreibt mal alle dem armen Lion in die Kommentare, dass er total super gespielt hat. Aber nur wenn er es ehrlich meint. Nee, auch wenn er es nicht ehrlich meint. Damit würde ich ein bisschen aufbauen. So. Gut, ansonsten würde ich sagen, schaut doch einfach beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn wir dann noch ehrlicher gewinnen als heute. Nur? Ja, also würde ich auch sagen, bis zum nächsten Mal und dann gibt es bei mir auch wieder einen neuen Helden auf jeden Fall. Bei mir gibt's den gleichen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.